Ja, moin Leute, willkommen zu World of Death Gaming, eurem Channel für den freshesten Arena of Valor Content. Und wenn ihr es gesehen habt, gab es vor kurzem oder vor langem, je nachdem, wann ihr reingeguckt habt, ein Video von mir, wo ich einmal darüber gesprochen habe, was sind denn so meine Top 3 Choices für die Mage Lane oder die Mid Lane, aktuelle Meta. Und ich habe mich für Illumia, Lilianna und Tulen entschieden, wobei sowohl Illumia als auch Tulen in wahrscheinlich absehbarer Zeit einen Nerf erhalten werden, weil die momentan einfach relativ stark sind, sodass Lilianna als Gewinner aus der ganzen Situation hervorgehen wird, die eh schon sehr, sehr stark ist. Und aus diesem Grund möchte ich heute, nachdem ich ja viele Videos auf Englisch über Lilianna jetzt gemacht habe, mit Beginners Guides und so weiter und so fort, heute mal auf Deutsch darüber sprechen, weil es mir einfach eine andere Art von Präsentation erlaubt, in meiner Muttersprache darüber zu reden. Und von daher möchte ich euch heute einfach mal ganz kurz mein Bild zeigen und habe dann auch noch ein ganz kurzes Total-Gameplay dabei. Ich glaube, es war sogar ein Ranked-Match, wo ich einfach mal zeigen möchte, was man mit Lilianna alles so anstellen kann, weil sie ist einfach einer der vielseitigsten Helden, die es momentan so im Spiel gibt. Super krasser Schaden, gleichzeitig geiler Poke, super mobil und hat auch noch die Möglichkeit, in einen Fuchs sich zu verwandeln. Also es ist alles da, was man braucht. Naruto-Vibes sind auf jeden Fall definitiv immer da, wenn man diesen neuen schwänzigen Fuchs spielt. Und von daher möchte ich mit euch einmal ganz kurz nicht in die Karriere schauen. Das ist nämlich scheiße, sondern in meine Equipment Section. Und ich habe mich hier für den Sustained Damage entschieden. Ein Bild, was viele von euch jetzt an der Stelle nicht wirklich überraschen wird. Also wir haben hier einmal voll Damage dabei mit dem Thunderstick. Wir haben Apokalypse dabei, das Diadem, Staff of Null, Arctic Orb und wegen der ganzen Crowd-Control-Geschichte, weil wir relativ nah dran sind, auch gerade wenn wir der Fuchs sind. Hier einmal die goldenen Beinschienen oder vergoldeten Beinschienen, wie sie glaube ich heißen. Spiel ja immer auf Englisch schon seit jeher. Hab mich dann in der Enchantment Section dafür entschieden mit Acts of Sacrifice und dann Holy Verdict und auch noch Holy Thunder total auf Damage zu gehen und das weiter fortzuführen in Lockhand mit Raging Inferno und auch noch Deadly Claw. Und in den Arcana habe ich dann einmal 10-mal Violate gewählt, dann 10-mal Devour, um hier ein bisschen Lifesteal zu bekommen und auch noch Ability Power weiter zu stressen. Und dann noch 10-mal Hex für Ability Power und ein bisschen Cooldown Reduction, sodass wir unsere Spells häufiger raushauen können. Und als Talent der Wahl ist natürlich Flicker das Objekt der Begierde, weil wir wollen einfach so mobil wie möglich sein. Und das ist dann auch im Endeffekt das Bild. Und wenn ihr dieses Video liked und geil findet und am Ende sagt, ja, habe ich was gelernt oder auch nicht, oder ich fand es einfach unterhaltsam, Like da lassen, kommentieren, hilft dem Channel unglaublich zu wachsen. Gerade die Kommentare sind unglaublich wichtig dafür, dass neue Leute auf diesen Channel aufmerksam werden. Und wenn ihr dann sagt, ja, ich habe jetzt geliked und kommentiert und bin aber noch gar kein Abonnent und warum nicht? Ja, dann werdet doch einfach Abonnent. Drückt mal ganz kurz auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr keines der Videos verpasst. Es ist kein großes Geheimnis. Alle 2 Tage kommt ein neues Video, immer im Wechsel Deutsch-Englisch. Von daher drückt es trotzdem. Es ist wichtig für mich. Tut mir den Gefallen und seid lieb und von daher schauen wir jetzt mal ins Gameplay rein. Viel Spaß dabei. So, Abfahrt. Gar nicht lang schnacken. Wir haben ein cooles Team am Start, darüber reden wir gleich, aber wir schauen erstmal an, was hier eigentlich passiert. Lilianna mit einem neuen Skin. Ich wollte mal was anderes spielen als immer nur den Japano-Skin, den ich ja vor einer Weile gekauft habe für sehr viel Geld. Hätten wir auch mal im Urlaub fahren können dafür, aber ja, also S1 ist ausgewählt. Wir wollen hier Area Damage machen und wir sind hier gegen eine Diochen unterwegs. Das ist an der Stelle erstmal die erste Information. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir zu Beginn des Spiels ganz grundsätzlich mal auf die Team Composition, was ja so in meinen Videos immer so der Anfang ist, ne? Wir gucken mal, was uns erwartet. Also, wir haben oben auf der Duo Lane einmal einen Vanheim gegen Vanheim mit Grack zusammen gegen eine Tel Annas, so wie es aussieht. Wenn Grack die S2 hittet, dann haben wir da definitiv einen massiven Vorteil. Jetzt holen wir uns hier erstmal einen kleinen Arduin raus. Ja, vielen Dank für gar nichts. Der hat einfach gepennt. Aber oben auf der Duo Lane passiert schon einiges und Vel'Jaine ist auch schon relativ low. Also wir haben eine Tel'Jaine und einen Vel'Jaine auf der Gegnerseite. Die sind natürlich durchaus stark, weil sie Slows und Stuns und alles weitere haben. Und ich habe jetzt hier schon mal dafür gesorgt, dass Diochen hier so ein bisschen was auf die Schnauze bekommt. Das ist eben mein Counterpart hier auf der Midlane. Muss einfach aufpassen, dass ich hier nicht gefrostet werde die ganze Zeit. Ansonsten haben wir im Jungle Kriegneck gegen Kriegneck. Also auch da ein Mirror wie oben Vel'Jaine gegen Vel'Jaine.
Und wir haben unten auf der Solo-Lane eine Yina gegen Arduin. Und wenn man nicht weiß, wie man gegen Arduin fightet, dann kann das ein sehr, sehr, sehr böses Matchup werden. Also von daher bin mal gespannt, wie das wird. Ich finde immer zwei AD-Carries semi-gut, aber die Erfahrung aus zahlreichen Platinum-Pleb-Matches hat gezeigt, dass das durchaus dafür sorgen kann, dass man unter Druck kommt, weil einfach mehr Schaden kommt, als die eigenen Leute mit Support irgendwie schaffen. Und es kommt jetzt halt wesentlich auf die Grug-Geschichten an, mit der Ult zusammen, ob wir da irgendwie einen Bonus rausschneiden. Aber ansonsten sieht es erstmal mit 2-1 für unser Team besser aus als fürs Gegnerteam. Und jetzt haben wir hier nochmal einen Cricknack, der hier versucht irgendwie durchzukommen. Haben wir jetzt aber einfach mal aus reingebuttert, was irgendwie nur geht. Gibt direkt hier einen 4-2 und Abyssal Dragon ist auch noch gelegt worden. Also an der Stelle alles erstmal gut gelaufen. Meine Fähigkeiten haben dafür gesorgt, dass wir ihn bekommen haben. Und ich bin jetzt mit 2 Assists erstmal ganz okay. Und Cricknack holt sich jetzt direkt nochmal eine Talent-Nas ab. Also alles gut gelaufen bislang. Wir haben keine Missplays gemacht. Wir sind nicht gestorben an irgendeiner Scheiße. Sondern haben hier durchaus dafür gesorgt, dass unser Team nach vorne gekommen ist. Abyssal Dragon ist secured plus 2 Kills. Und von daher würde ich sagen, passt das erstmal, müssen aber jetzt halt mal gucken, wie sich hier die Situation weiterentwickelt. So, jetzt haben wir hier einen Arduin. Den nehme ich selber raus. Das ist Chefsache. Und ich würde sagen, da hat er auch jetzt nicht das Maximum rausgeholt. Man hätte erst das Schild drücken können, dann mit der Ult reingehen, danach dann S1 direkt in nochmal eine neue S1 verwandeln, aber all das ist halt einem jetzt vielleicht nicht zugänglich, wenn man jetzt nicht Arduin Main ist, so wie ich es ja durchaus bin. Zumindest mal vom Gefühl her ist Arduin einer der Champions, die ich am besten kann und verstehe und auch liebe. Aber Liliana ist auch ganz weit vorn und es macht sehr viel Spaß, mit ihr zu fighten. Und ich habe jetzt hier schon einige Schüsse angebracht, um Cricknack, der hoffentlich gleich runterkommt, sein Leben zu erleichtern. Leider ist er ein bisschen zu spät gekommen, sodass jetzt erst der Kill dasteht und ich hatte einfach gehofft, dass er dann so ein bisschen früher reinjumpen würde. Und leider haben die Gegner aber jetzt aber Slayer genommen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein großes Monster auf deren Seite, ein großes Monster auf unserer Seite. Und Yina ist hier zu low, um überhaupt irgendwie Paroli zu bieten. Und Cricknack wird auch noch rausgenommen. Also das war keine gute Situation hier unten auf der Solo-Lane. Aber ja, man wird ja auch erst klug, wenn man es versucht. Von daher 9-6, die Gegner kämpfen sich gerade so ein bisschen zurück ins Spiel. Was ist hier meine Aufgabe mit Liliana? Die Mobility von ihr zu nutzen, um eben auf diversen Lanes Druck aufzubauen, beziehungsweise für Entlastung zu sorgen, so wie ich das jetzt hier gerade auf der Yina-Lane mache, wo ich mich um den Vanguard kümmere, auch versuche hier mit Arduin so ein bisschen zu traden, immer wieder mal was reinzulaufen, laufen zu lassen, was ihm vielleicht Schaden zufügt, aber der Clear ist natürlich auf der Mage oder in der Mage-Form jetzt nicht der allerbeste. Cricknack kämpft jetzt hier gerade nochmal ganz kurz gegen Diochen, aber tut sich auch schwer, weil der Slow trifft ihn auch hart, also durchaus nicht von schlechten Eltern. Und jetzt muss ich hier einmal ganz kurz raus, wobei das trifft mich jetzt wirklich gar nicht. Also das hat mich gewundert, dass er da so wenig Schaden macht. Und ich war so, ja, da habe ich sie. Ich war so kurz davor zu sagen, so, ich treffe nichts. Das wird nichts, aber 2-1-3 ist doch durchaus in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Und jetzt haben wir hier noch einen Valheim. Und bevor der näher kommt, können wir dem auch noch, dadurch, dass wir durch den Minion gedeckt sind, einiges an Schaden machen. Und können jetzt hier auch noch ganz easy peasy den Tower defen, ohne dass da irgendetwas passiert. Und sind jetzt hier ganz gut aufgestellt. Also 12-7 steht es jetzt gerade. Ich würde sagen, wir haben durchaus die ein oder andere Szene gezeigt, dass wir in Teamfights zumindest mal in einer kleinen Besetzung bestehen können. Jetzt ist Yina wieder rausgenommen worden. Das ist sehr schade. Telenas bekommt jetzt hier einmal ganz kurz unsere Macht zu spüren. Kurzer Sidestep, das hat gut funktioniert. Aber ja, das war es jetzt auch für sie. Und das war das, was ich sagte. Also wenn Grug die Hooks trifft, dann ist alles cool. Wenn nicht, dann nicht. Leider hat jetzt Diochen unseren Tower genommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier direkt gegenpressen. Sie lässt jetzt ihr Leben dafür für den Tower, aber ich finde einen Trade immer gut. Also ich würde immer mich traden gegen Tower. Und ja, wie es gerade aussah, war sogar fast noch ein Kill für sie drin. Also das war gar nicht gut von uns gespielt. Da muss man durchaus aufpassen, dass man sich da durch solche Szenen nicht irgendwie
in so eine Situation bringt, wo der Gegner dann doch nochmal zurückkommt. Und das war jetzt gerade ganz kurz der Fall. Und ich habe jetzt bislang auch noch nicht gemerkt, dass unsere Hina irgendwie auf eigenen Beinen stehen kann gegen Arduin. Also keine Ahnung, ob die Hina das generell kann, aber gegen Arduin sah sie bislang noch nicht super gut aus. Und von daher müssen wir jetzt hier auch irgendwie mal gucken, dass wir das ganze Thema nach vorne bringen und jetzt hier auch mal in den Turm rein investieren. Und ja, da kann jetzt auch eine Dial-Chan durchaus mal probieren, irgendwas zu machen. Zack, rausgenommen. Bijou-Bomb genommen und dann auch noch hier mal eine Ultimate. Ich komme mit sehr wenig Leben hier raus, aber das ist halt risky business. No risk, more fun, haben wir hier gezeigt. Und von daher gehen wir jetzt hier mit 315 auch sauber raus, ohne dass wir uns da irgendwas zu Schulden kommen haben lassen. Und der Mid-Turm ist auch eingerissen. Das heißt, wir haben die erste Ebene haben wir komplett geklärt. Aber wie ihr sehen könnt, sind die Gegner hier auch schon fast so weit. Nur noch der untere Turm steht in der ersten Riege. Das heißt, wir sind mehr oder weniger eben. Also, ja, ist nicht sonderlich unterschiedlich. Und Arduin hat jetzt hier auch gerade mal was probiert. Aber als wir dann kamen, hat er direkt eingeknickt und gesehen, na, gegen Fuchs will ich nicht kämpfen. So, ich finde schon mal verwerflich, dass Arduin einfach ein Level ahead ist und jetzt kommt hier einiges zustande. Ne? Jetzt sind hier Gegner unterwegs. Ich habe jetzt erstmal dafür gesorgt, dass hier die Minions rausgehen. Also sie haben jetzt hier keine Protection mehr. Dalchen probiert natürlich hier zu freezen, wo es nur geht. Ich habe jetzt trotzdem Apokalypse mal fertig. Das heißt, meine Auto-Attacks machen jetzt auch nochmal mehr Schaden. Und jetzt haben wir hier eine Sequenz, wo ich sage, das in der Situation das zu tun, ist einfach nur nicht klug. Vor allem, wenn du es nicht bekommst. Also wenn du den Darkslayer bekommst, easy peasy, alles gut gewesen. Wahrscheinlich sind sogar zwei Leute, die daran sterben, irgendwie okay. Einer wäre besser gewesen, aber wenn du den Darkslayer verlierst und dem Jungler des Gegnerteams einen Triple Kill schenkst, dann hast du alles falsch gemacht, was geht. Das ist wirklich, also das war grenzenlos dämlich, zu übermotiviert. Da war so viel Action unterwegs, wo man einfach sagen hätte können, okay, komm, wir kriegen es nicht hin, die Gegner sind da, wir sind alle auf der Solo-Lane, unten und voll im Roster und dann sagen die noch so, naja, wir machen nochmal weiter. Ist halt so, ja, okay, du kannst auch von einer 80-Meter-Rampe springen, ohne Fallseil und irgendwas, wenn du dir dann das Bein brichst, im besten Fall nur nach 80 Metern, ja, das klingt sehr viel, 8, 4, 3 Meter, dann ist es schon irgendwie gut gelaufen. Aber wunder dich nicht, wenn noch mehr passiert. Also es ist halt einfach so, da ist die Gefahr, wir laufen voll rein. Ja. Wie soll man denen dann helfen? Also kein Wunder, dass jetzt 27-9 steht. Die Gegner probieren ja schon zurückzukommen und haben auch hier schon einige Sachen gelegt. So, und jetzt mein Erzrivale Dio-Chan. Sie versucht hier alles, was geht, hat jetzt für sich die Möglichkeit entdeckt, in die Ult zu kommen. Und ich sag so, schade, Scharade, das wird nichts werden. Und habe sie jetzt hier einmal komplett aus dem Leben geballert. Und ja, 4-1-7. Also wir sind dabei, das Team zu unterstützen. Wir sind natürlich jetzt nicht Kill Lead, aber ich versuche wirklich an allen Stellen irgendwie auszuhelfen, wo es nur geht. Hier nochmal den Wave Clear zu unterstützen, sodass wir jetzt in den Tower kommen. Als Fuchs dann auch. Also immer wenn ihr mehr Clear braucht, dann ist der Fuchs die richtige Form. Wenn ihr weniger Clear braucht und mehr CC oder Utility benötigt, dann ist der Mensch die richtige Form. Und von daher, wenn das irgendwie aufgeht, und es geht ja jeder sogar auch mal einen Kill. Also alles gut, wir sind angekommen im Spiel 29 zu 10. Es läuft für uns wie geschnitten Brot. Die Türme fallen, oben ist durch, Mitte ist durch. Also oben ist so gut wie durch, ne? Muss man sagen. Ist ja jetzt nicht ganz durch, aber oben ist so gut wie durch. So, Jena haut jetzt hier nochmal Wellhain eine rein und der andere Wellhain macht den Sack jetzt nochmal zu. Arduin kommt hier, jumpt leider verkehrt. Und ich bin nicht sein Main Target und das hat er jetzt gerade auch noch gelernt. Jetzt habe ich Diadem 35% mehr Schaden auf allem, was ich so tue. Das ist immer so der Punkt, wo du denkst, so, jetzt geht mein Leben richtig los. Also schön, schöne Sequenz hier.
Und während meine Leute hier schon unten irgendwie komplett den Core flanken, bin ich noch so, ja, ich mache noch den Turm, Triple Kill auf Valheim, 34-10 und da ist das Spiel auch durch. Und ich würde sagen, wir haben alles dafür getan, dass das Game genauso ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, aber Lidiane ist einfach bombenstark. Sie slowt, sie snared, sie damaged, sie ist da, sie ist nicht da, sie macht alles, was man so kann. Also für mich einer der besten Champions im Game gerade aktuell. Und von daher wohlverdient hier auch den Sieg nach Hause getragen. 34 zu 10, 8,9. Also hier drittbestes Ergebnis. Wenig Schaden gemacht insgesamt, hat mich gewundert. Aber nichtsdestotrotz hat sie trotzdem ihren Wert im Spiel bewiesen. Ich war meistens etwas passiver, aber 4-1-8 ist für mich total in Ordnung. Und von daher würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked es so gut es geht. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut und schaltet wieder ein. Wenn es heißt, what if the Fresh, ja, ihr wisst Bescheid. Bis dann.